Ich weiß, der Titel klingt nach Clickbait, aber bleib dran, denn dieses Video hält wirklich sein Versprechen. Ich zeige dir, was es mit diesem Schlankmacher-Joghurt auf sich hat, welche besonderen Bakterien hierfür verwendet werden und wie du ihn dir ganz einfach daheim selber machen kannst. Also, auf geht's! Da ich dir in diesem Video ganz viele Infos und Input geben möchte rund um dieses geile Superfood, habe ich mich entschieden, um einen Information Overload zu vermeiden, dieses Video in zwei Teile zu splitten. Und zwar im ersten Teil zeige ich dir direkt, wie man den Joghurt herstellt, daheim mit dem simplesten Equipment. Und im zweiten Videoteil werde ich dir einfach zeigen, was es mit diesem Joghurt auf sich hat, was für gesundheitliche Vorteile er dir bringen wird. Und da gehen wir ein bisschen auf diese ganzen wissenschaftlichen Hintergrundinfos noch mal genauer ein. Aber du siehst auch in der Leiste, welchen Teil wir wann besprechen. Das heißt, du kannst auch zu dem jeweiligen Abschnitt einfach vorspulen, falls dich nur eine bestimmte Sache in diesem Video interessiert. Also fangen wir an mit der Zubereitung. Für unseren Schlankmacher-Joghurt brauchen wir folgende Zutaten. Ich habe jetzt hier 2 Liter Milch. Ich benutze Vollfettmilch, also die einmal hat es 3,8%, das andere Mal 3,5%. Der Grund dafür ist, je dicker bzw. je fettiger die Milch ist, die wir verwenden, desto dickflüssiger und cremiger wird auch unser Joghurt-Endprodukt. Und das mag ich einfach, dass es nicht so wässrig ist. Darum habe ich hier auch noch ein bisschen saure Sahne mit dazu. Werden wir auch noch reingeben, damit auch der Joghurt wie im Supermarkt diese schöne cremige Konsistenz eben hat. Darauf könnt ihr theoretisch verzichten, aber ich würde es schon sehr empfehlen. Dann kommen wir jetzt halt zu dem ganz besonderen Bakterienstamm, den wir unserem Joghurt hinzugeben werden. Die Firma, die diesen Eleutherigastros-Stamm herstellt, ist BioGaia. Es gibt weltweit nur diese eine Firma, die den aktuell auf den Markt bringt, weil ich glaube, die haben ein Patent dafür. Es ist auch nicht so billig, muss ich zugeben. Ich habe aber also leider auch noch billigere Varianten nicht gefunden auf dem Markt. Aber wo ich jetzt halt die her habe online, werde ich euch wie immer alles unten in der Infobox nochmal verlinken. Ebenso natürlich wie nochmal genaue Mengenangaben für das Rezept findet ihr wie immer alles unten in der Infobox. Aber wir brauchen auch davon, ich sage jetzt mal, nur 20 Kapseln für 2 Liter Joghurt. Und wenn es einmal gemacht ist, können wir ja auch auf diese Dinger verzichten, sondern einfach wieder uns, wie beim klassischen Joghurt machen, ja auch immer etwas Joghurt noch überlassen und den dann verwenden zur nächsten Portionszubereitung. Aber das zeige ich euch dann auch nochmal alles. Also Milch, bisschen saure Sahne, optional, aber empfehlenswert. Die besonderen Bakterien, den Eleutheri-Stamm. Einen Topf, wo wir die Milch warm machen werden. Auch das ist sogar theoretisch optional, dieser Schritt, aber das machen wir alles, um die Konsistenz zu verbessern. Ihr könnt natürlich auch die kalte Rohmilch gleich benutzen, aber wie gesagt, damit es schön cremig ist, würde ich es empfehlen, den Joghurt einmal aufzuwärmen, die Milch. Beziehungsweise und last but not least habe ich einen Joghurtbereiter für euch. Der Grund, warum wir einen Joghurtbereiter brauchen, ist, weil wir einfach sehr lange Inkubationszeit haben bei diesem Joghurt, damit wir eben die ganzen wirklich Benefits kriegen von diesen Schlankmacherbakterien, müssen die sehr, sehr lange in einem Wasserbad, ja, da chillen, sage ich jetzt mal so ganz grob. Und es ist halt viel simpler, wenn man das mit dem Joghurtbereiter macht. Und warum ich jetzt auch genau den habe, hat auch einen Grund, da wir bei dem auch noch außerhalb der Zeit die Temperatur einstellen können. Das fand ich super, super cool. Ich habe leider keinen anderen gefunden, auch auf dem Markt, wo das überhaupt geht. Die Firma werde ich euch auch nochmal unten in der Infobox verlinken. Ich muss auch an der Stelle dazu sagen, der Joghurtmacher, da hat mich auch die Firma angeschrieben und die haben mir auch angeboten, dass ich das Produkt auch teste. Aber ich war auch total begeistert und wie ihr wisst, nur wenn ich selber voll begeistert bin, empfehle ich euch was. Ich werde es euch, wie gesagt, unten verlinken, aber das Coole ist halt bei dem Joghurtmacher, du kannst sowohl die Zeit einstellen als auch die Temperatur. Und das ist einfach sehr wichtig, vor allem für diesen Bakterienstamm, weil der braucht eine ganz, ganz spezielle Temperatur, bei der er überhaupt ja wachsen kann und sich vermehren kann. Und leider braucht er seine Zeit. Darum fand ich es auch einfach viel simpler, das Ganze mit einem Joghurtbereiter zu machen. So, genug der Vorrede. Das ist übrigens noch ein Temperaturmessgerät, ist auch wie gesagt optional, aber macht die Sache noch mal ein bisschen leichter, um die richtige Milchtemperatur abzuschätzen, vor allem wenn man ganz neu ist in der ganzen im Fermentierbereich und auch kein so gutes Gefühl hat, wann die Milch genug abgekühlt hat und wann sie noch zu heiß ist, bevor man sie dann mit der Joghurtkultur dementsprechend mischt. Und die allerletzte Zutat, das hätte ich jetzt fast vergessen, ist natürlich noch Inulin. Das ist quasi als Präbiotika, damit unsere kleinen süßen Bakterien
auch was haben zum Naschen und sich dementsprechend happily da vermehren können in unserem Joghurtbereiter. Also dann fangen wir gleich mal direkt an. Der allererste Schritt ist, dass wir unsere 2 Liter Milch, hoppala, so viel Effekt, erstmal erwärmen in einem Topf. Und zwar für diejenigen, die schon ein bisschen länger meine ganzen Fermentiervideos angeguckt haben und schon meine anderen Joghurtvideos kennen, wir erwärmen das zu dem Punkt, wo dann gleich so ein Schaum hochkommt, beziehungsweise wenn es quasi fast uns überläuft, und an dem Punkt tun wir den Topf einfach von der Herdplatte runternehmen und lassen das Ganze abkühlen. Ich benutze deshalb nicht von Anfang an dann immer so ein Thermometer, weil ich finde es irgendwann zu kompliziert. Man kann nicht die ganze Zeit in der Küche rumstehen, finde ich persönlich. Darum finde ich es leichter, wenn man das sich anhand leichter Spielregeln etwas einfacher gestaltet. Also lassen wir jetzt erstmal die Milch kurz erwärmen bis zu dem Siedepunkt, also kurz vorm Siedepunkt. So, es wird ca. 85 bis maximal 90 Grad sein. So, jetzt ist dieser Punkt schon fast erreicht, von dem ich gesprochen habe. Es fängt sich schon an, so langsam eine Schaumschicht zu bilden. Ich hoffe, ihr seht es auf der Kamera. Und es dauert wahrscheinlich noch eine Minute oder so. Keine Sorge, ich werde dann überspulen das Video für euch, bis dann wirklich dieser Schaum auch hochkommt. Und das ist dann der Punkt, wo wir wirklich schauen, natürlich, dass es hier nicht alles überschwappt und ein Massaker entsteht. Also kurz davor nehmen wir den Topf vom Herd. So, dann lassen wir das Ganze eben für eine halbe Stunde nochmal in der Inkubation drinnen, oder besser gesagt einfach so stehen, und danach nehmen wir den ganzen Topf endgültig von der Herdplatte und lassen die Milch abkühlen. Im Winter habe ich einen Tipp für euch, stelle ich es ganz gerne draußen auf dem Balkon oder auf dem Garten, in den Garten besser gesagt, damit es einfach schneller geht. Bei normaler Raumtemperatur wird es circa schon 2 bis 3 Stunden dauern, bis die Milch abgekühlt ist auf Raumtemperatur. Also nur, dass ihr das auf dem Schirm habt und dementsprechend Zeit einplant. Ihr könnt natürlich auch in einem kalten Wasserbad das Ganze abkühlen, aber das ist mir alles irgendwie zu viel Heckmeck. Also einfach abwarten, früher anfangen, die Milch zu erhitzen oder halt im Winter gleich mal mit rausstellen. Genau, dann sehen wir uns wieder, sobald die Milch auf Raumtemperatur abgekühlt ist. Ich habe meine Milch jetzt draußen bei der Kälte ca. 2 Stunden abkühlen lassen. Jetzt ist sie auch weit unter der Raumtemperatur. Es ist, wie gesagt, nicht wichtig, auch wenn sie ganz kalt geworden ist, das ist kein Problem. Wichtig ist nur, dass sie eine Temperatur von 36 bis 38 Grad hat, auf keinen Fall wärmer. Denn der Grund dafür ist, dass eben bei zu hohen Temperaturen, also auch über 40 Grad, diese Bakterien, die wir dann gleich hinzugeben werden, die packen das nicht. Also die sterben dann. Und das wollen wir natürlich nicht. Also eine Richtlinie ist, wenn man den Finger reinhalten kann, ja, natürlich sauberen Finger, und der einfach warm ist, man will quasi nicht gleich rausfliehen aus der Milch, dann hat es meistens in der Regel wirklich immer die richtige Temperatur. Um sicher zu gehen, halte ich aber bei diesem Joghurt nochmal, einfach um sicher zu gehen, diesen Thermometer nochmal rein. Gut, hier war es klar, 29 Grad, maximal 30, weil es halt eben wirklich schon kühl ist. Das spüre ich auch ohne Thermometer. Aber für euch als Richtlinie, falls euch nicht ganz sicher seid, einfach nochmal checken. Und es sollte einfach nicht wärmer sein als so 38 Grad. Jetzt, bevor wir aber alle Bakterien, die wir brauchen, hinzugeben, nehmen wir uns ein kleines Schälchen und geben hier rein eine kleine Menge von der Milch, denn wir werden im separaten Behälter jetzt erstmal die ganzen Zutaten, und zwar die saure Sahne, dann die ganzen Bakterien und das Inulin nochmal vermischen, damit die ganzen Bestandteile erstmal eine homogene Masse an sich bilden, bevor wir es mit dem Topf Milch verrühren. Denn ansonsten, vor allem sobald ihr das Inulin hinzugeben werdet, fängt das Ganze an zu klumpen und es ist dann mega schwer, eine gute Konsistenz hinzukriegen, wenn wir alles direkt im großen Topf machen. Also erstmal die ganzen essentiellen Sachen in einem kleinen Topf vermengen miteinander. Also machen wir das jetzt mal geschwind. Fangen wir mal an mit unseren 2 Esslöffeln Inulin und unserer ganzen sauren Sahne. Das sind 200 Gramm für 2 Liter Joghurt. Sobald das Inulin drinnen ist, müsst ihr euch beeilen, denn es klumpt, wie gesagt, ganz schnell. Und deshalb sofort am besten mit der Gabel das Ganze schnell verrühren, unsere saure Sahne mit dem Inulin, bis das Ganze komplett klumpenfrei ist. Und dann geben wir unsere Bakterien, die Elreuteri-Bakterien, mit dazu. So, und jetzt kommen eben unsere Tablettchen, also beziehungsweise die Elreuteri-Bakterien. Davon brauchen wir jetzt eben 20 Stück. In der Packung sind ja wie gesagt nur 30, daher könnt ihr davon ausgehen, dass es sich eben nicht lohnt, jedes Mal mit den Kapseln zu arbeiten, sondern eben einmal einen Joghurt anzusetzen und danach ein bisschen was von dem Joghurt übrig zu lassen für die nächste Runde Joghurt machen. Also nehmen wir die jetzt mal ganz kurz raus
Und was ich euch jetzt empfehlen würde, nachdem ihr diese Kapseln jetzt rausgetan habt, einfach am besten in eine Kaffeemühle oder in einen kleinen Mörser das Ganze geben. Denn ansonsten kriegt ihr das einfach nicht irgendwie in Pulverform. Und die brauchen wir ja schließlich, damit es alles eine schöne homogene Masse wird. Also ich werde es jetzt einfach mal ganz kurz in der Kaffeemühle zu kleinem Pulver vermahlen. So, Magic, es dampft schon raus. Jetzt geben wir diese ganzen Pulver schön hier rein. Natürlich noch mal alles rausfischen, was geht. Das kann ich jetzt gerade nur nicht machen vor der Kamera. Und das Ganze dann noch mal schön gründlich miteinander vermischen. So, ich habe jetzt halt inzwischen die Milch auch umgeschüttet in den Glasbehälter von dem Joghurtbereiter. Was ich auch sagen muss, bei Lovele eben, die haben das richtig gut gemacht, dass die so einen richtig fetten Bottich haben. Also genau meine Größe, 2 Liter auf einmal. Weil die Leute, die es vielleicht schon öfters gemacht haben mit so einem Joghurtbereiter, es gibt meistens so diese ganz kleinen Döschen, was total nervig ist. Da passt relativ wenig rein. Du musst ständig was auswaschen, hast die ganze Zeit irgendwas verschüttet in der Küche. Also das ist auf jeden Fall auch noch ein Riesenvorteil. Gleich mal eine große Portion, was sich definitiv lohnt, weil ihr habt doch gesehen, es sind mehrere Schritte einfach, um diesen Joghurt herzustellen. Und dann lohnt sich einfach gleich mehr auf einmal zu machen. Nachdem wir das jetzt hier umgeschüttet haben, für die Leute, die sich jetzt wundern, was dieses eklige Zeug da oben ist, das ist diese Milchhaut, die müsst ihr auch auf keinen Fall wegtun. Ihr könnt die sogar mit reinnehmen. Es wird nichts an der Konsistenz vom Joghurt verändern tatsächlich, aber wenn es euch irgendwie ekelt oder ihr diese Haut nicht mögt, könnt ihr die einfach natürlich auch wegschmeißen. Jetzt geben wir hier noch unsere saure Sahne und den Bakterienmix hinzu. Hier seht ihr ein bisschen Klumpen, ist noch vom Inulin hier übrig geblieben. Einfach sobald ihr das Zeug reingebt, am besten parallel schon mit der Gabel rumwurscheln. Das habe ich jetzt wegen dem Video nicht machen können. Aber jetzt geben wir das Ganze hier mal dazu. Ich hoffe, das passt doch alles rein. Ja, perfekt. Und dann hier einfach auch nochmal das Ganze gut umrühren. Weiter geht's. Deckel drauf. Und das Ganze einfach in den Joghurtbereiter. Und was wir hier machen müssen, ist, wir geben jetzt etwas Wasser mit rein, weil dieses Wasser wird von dem Joghurtbereiter eben erwärmt und über die Zeit, wo wir es einstellen, auf dieser gewissen Temperatur gehalten. Ihr müsst einfach bei dem Joghurtbereiter darauf achten, und zwar ist da hinten, das sieht man leider recht schlecht, aber hier, ich hoffe mal auf dem Video kann man es erkennen, ist so eine kleine Linie, da wo mein Daumen gerade ist. Und ihr solltet nur so viel Wasser reingeben, dass noch ein kleines Stückchen von diesem Ding zu sehen ist. Aber es sollte auf jeden Fall nicht mehr sein als dieses kleine Teil hier oben. Also genau, so viel müsste ungefähr reichen. Danach heißt es einfach Deckel drauf geben. Und das Ganze wird jetzt halt eingestellt. Also erstmal die Temperatur ist ganz wichtig, und zwar 36 Grad brauchen wir diesen L-Reuteri-Joghurt, denn alles drüber ist in der Inkubation schlecht für die Bakterien. Damit würden wir sogar mehr Sachen killen, als dass wir die vervielfältigen. Und jetzt eben von der Zeit. Wir müssen insgesamt, brauchen wir eine Inkubation von 36 Stunden, was sehr, sehr viel ist und auch sehr ungewöhnlich. Und auch bei dem Joghurtbereiter sind nur 24 Stunden möglich. Deshalb wird Folgendes gemacht. Nach 24 Stunden, sobald er einfach auf off geht, schalten wir nochmal ein für weitere 12 Stunden. Also jetzt erstmal 24 Stunden fermentieren und danach nochmal weitere 12. Es heißt sogar, vom Joghurt zubereiten her, der wäre auch fertig nach 24 Stunden. Das Ding ist aber, dass diese Studien und die ganzen Benefits, die ich euch auch erzählt habe oder zu denen wir jetzt auch dann kommen werden, besser gesagt, was den Joghurt wirklich so besonders macht, diese ganzen Benefits kommen erst bei einer bestimmten Bakterienanzahl im Joghurt. Und die wiederum kriegen wir nur hin, wenn der wirklich 36 Stunden fermentiert hat. Denn die Studien haben sich halt auf diese Zeit gestützt und das Wachstum dieser Bakterien ist wirklich exponentiell. Also je länger ihr das wirklich drinnen lässt, vor allem diese Stunden ab 24 bis 36 aufwärts, da geht das Wachstum wirklich rasant voran. Also wäre es eigentlich schade, wenn wir kurz vor diesem exponentiellen Wachstum abbrechen. Und deshalb, ja, sind eben die Vorteile sehr groß, nimmt eine große Portion gleich her, macht alles auf einmal und dann auch gescheit und lieber länger, dann könnt ihr etwas sicher gehen, dass ihr auch die Benefits der Studien mitnehmen könnt. Wichtig, solange es noch blinkt, ist es noch nicht an. Bei dem Gerät müsst ihr dann noch auf Confirm gehen und dann geht's los. Ihr werdet dann selber sehen, da wird jede Stunde runterrechnen, die dann abgelaufen ist. Die Wassertemperatur wird sich jetzt in den nächsten 2 Minuten schon auf 36 Grad erwärmen. Und anschließend, wenn es ausgeht, geht das Gerät auch automatisch aus.
Oh, ich glaube, man hört es schon. Ja, er fährt schon hoch. Und danach schalten wir es einfach nochmal ein, wie gesagt, für 2 weitere Stunden. Entschuldigung, 12 weitere Stunden. So, unsere 24 Stunden sind jetzt halt vorbei. Wie ihr seht, hat sich schon oben das Wasser ein bisschen abgesetzt und hier unten ist es immer noch drinnen. Also es wird, wie gesagt, nicht weniger, keine Sorge. Wohin soll es auch verschwinden? Aber jetzt halt müssen wir nochmal weitere 12 Stunden einstellen, damit wir wirklich auf eine Inkubationszeit von 36 Stunden kommen. Und das machen wir jetzt halt geschwind. Genau. Als allererstes hier Temperatur einstellen. Solange es blinkt, wie gesagt, ist es noch nicht an. Dann stellen wir die Zeit ein. Und am Schluss einfach nochmal bestätigen. Und dann chillt es noch weitere 12 Stunden. Und dann ist er hoffentlich endlich fertig. So, unsere 12 Stunden sind vorbei und ich habe für euch den Deckel schon mal aufgemacht. Idealerweise sollte man nicht gleich darin rumstochern, wie ich das für euch jetzt machen werde, um es euch zu zeigen, wie die Konsistenz jetzt halt ist. Man sollte es noch so circa 6 Stunden im Kühlschrank einfach abkühlen lassen, auch für die Konsistenz. Aber tatsächlich, damit ihr mal wisst ungefähr, wie die Konsistenz so ist, also er ist relativ stichfest, dieser Joghurt, also er ist wirklich fest. Ihr seht, die Molke trennt sich dann auch schon so ein bisschen ab. Ich hoffe, mein Schatten verdeckt jetzt hier nicht alles. Also das Flüssige ist, wie gesagt, Molke und das Restliche ist eigentlich ein relativ stichfester Joghurt. Das Coole ist, also er ist halt wirklich sehr cremig und je öfter ihr den ansetzt, desto fester wird er. Also ihr habt dann irgendwann fast schon einen quarkartigen Joghurt, was mega, mega cool ist. Aber da natürlich auch, weil wir saure Sahne noch mit hinzugegeben haben, das ist das, was ich gemeint habe, die Konsistenz wird einfach cooler. Cooler, ja halt. Irgendwie, ich finde es irgendwie schöner, wenn die cremiger ist. Und wenn ich eben so dagegen hau, ihr seht, ist relativ dickflüssig. Aber jetzt lassen wir das Ganze nochmal im Kühlschrank stehen und dann ist er eigentlich ready. Also ihr könnt jetzt theoretisch auch reinhauen, aber machen wir es nach den Regeln und stellen ihn noch in den Kühlschrank. Zur Pflege von dem Joghurtbereiter einfach das Wasser wegschütten und nochmal alles schön abtrocknen und aus dem Stecker rausziehen und dann einfach irgendwo verwahren, wo ihr ihn griffbereit habt. Bei mir stand der Joghurt jetzt seit über Nacht im Kühlschrank. Und jetzt ist er eigentlich ready. Also ich habe es, wie gesagt, davor nochmal gern einfach im Kühlschrank für die verbesserte Konsistenz. Und ihr seht schon, er ist wirklich sehr, sehr dick. Geht wirklich in die Richtung von einem Quark. Aber ich finde es einfach wirklich, wirklich mega. Er schmeckt auch sehr, sehr gut. Vor allem gut in Smoothies oder so. Weil es einfach diese tolle, cremige Konsistenz hat. Und ja, ich denke mal, wie ihr Joghurt verwendet, da gibt es genug Ideen, auch online bereits oder ihr habt schon eure Favoriten. Ich persönlich nehme es auch einfach ganz gern so als Snack oder am Abend, wenn ich eigentlich nichts mehr Großes essen möchte, aber doch nochmal irgendwas brauche, dann gönne ich mir wirklich diesen schönen hier dick flüssigen Joghurt. Und der macht auch wirklich schön satt und man muss auch kein schlechtes Gewissen haben. Eine Sache muss ich noch dazu sagen, die Konsistenz wird sich ein bisschen verändern jedes Mal, wenn ihr den Joghurt macht. In der Regel, je öfter ihr ihn macht, desto dickflüssiger wird er. Also irgendwann ist er wirklich sehr, sehr dickflüssig, also noch mehr, als ihr es jetzt gerade seht. Aber es kann auch mal sein, dass es nicht die perfekte Konsistenz haben wird. Lasst euch davon jetzt halt nicht entmutigen. Das variiert halt einfach ein bisschen, aber in der Regel könnt ihr mit so einem Ergebnis eigentlich immer rechnen. Aber wenn sich mal ein bisschen mehr Molke absetzt, heißt es, dass eure Bakterien sich noch nicht zuhauf vermehrt haben oder dass einfach, ja, ihr vielleicht den Joghurt schon länger nicht mehr gemacht habt, dann werden die Resultate am Anfang noch nicht ganz so cremig sein. Aber auf jeden Fall ist das etwas, auf das ihr hoffen dürft. So, jetzt sind wir schon angelangt bei dem etwas theoretischeren Teil. Hier gebe ich dir jetzt diese Hintergrundinfos, was es eben mit dem Joghurt auf sich hat und dann am Schluss nochmal ein paar schnelle Q&As, also klassische Fragen oder Fragen, die ich gehäuft bekommen habe von meinen Kunden zu diesem Joghurt in der Zubereitung. Vielleicht ist dann auch gleich eine Frage von dir beantwortet. Also fangen wir gleich mal an. Was steckt hinter diesem Joghurt? Der Joghurt, warum der so besonders ist, das ist dieser Bakterienstamm, der verwendet wird in der Zubereitung. Und jetzt muss ich spicken, weil der Name von dem Bakterienstamm ist etwas kompliziert. Und zwar handelt es sich um den Bakterienstamm L. reuteri ATCCPTA 6475. Und Studien des MITs haben folgende Effekte von diesen kleinen besonderen Mikroorganismen sowohl beim Tier als auch beim Mensch feststellen können. Nummer 1, du hast weniger Hunger. Wenn du diesen Joghurt isst, ist dein Appetit nicht ganz so stark. Das ist auch sehr praktisch für die Leute, die intermittierendes Fasten betreiben und sich irgendwie schwer tun. Also es war bei mir vor allem anfangs so,
in diesem Zeitfenster genug zu essen, dass man auch nicht tagsüber danach in diesem Fastenfenster das Gefühl hat zu verhungern. Also da jetzt immer ein bisschen von diesem Joghurt mit einzubauen in die Gerichte, hilft dir das Sättigungsgefühl auch in dem Fastenfenster noch gut beizubehalten. Dann ein zweiter geiler Effekt von diesem Joghurt ist noch ein extremer Anti-Aging-Effekt. Und zwar konnte festgestellt werden, dass beim Konsum dieses Joghurts die Hautdicke und die Kollagen in deinem Körper vermehrt gebildet wird. Für alle, die jetzt quasi diese Kollagen-Supplements benutzen, die jetzt auch jahrelang wahnsinnig beliebt waren auf dem Markt, ihr könnt euch entweder dieses Supplement komplett sparen, indem ihr das ersetzt mit diesem Joghurt, oder wenn ihr diesen Joghurt zusätzlich zu dem Supplement noch verwendet, dann können auch die Effekte von diesem Supplement noch besser in deinem Körper erscheinen oder noch verstärkter eintreten. Nummer 3. Der absolut geile Vorteil ist, dieser Joghurt reduziert die Insulinresistenz. Insulinresistenz ist ein ganz, ganz prominentes Thema, vor allem bei Leuten mit metabolischem Syndrom, aber auch oft Diabetes mellitus oder wenn du generell das Gefühl hast, egal was du tust, die Kilos auf der Waage werden einfach nicht weniger, du schaffst es einfach nicht abzunehmen, dann kann es sein, dass sich dahinter unter anderem eine Insulinresistenz versteckt. Und der Joghurt hilft dir eben damit, dieses Problem deutlich zu reduzieren. Nummer 4. Es hilft, den Hormonhaushalt ein bisschen zu balancieren in deinem Körper. Und zwar konnte beim Mann eine Erhöhung des Testosteronspiegels bewiesen werden und bei der Frau dementsprechend eine Erhöhung des Östrogenspiegels. Dann, was vor allem für die Frauen unter euch vielleicht ein ganz, ganz großer Vorteil ist, es erhöht und festigt das Haar. Also es festigt das Haar und erhöht die Haardichte. Außerdem, jetzt hat warum er auch ein absoluter Schlankmacher ist, neben dem Fakt, dass es quasi dein Hungergefühl ein bisschen runterfährt, es reduziert erheblich deinen Anteil an viszeralem Fett. Viszerales Fett, das ist das Fett vor allem in der Bauchhöhle, das wird hier eingelagert und umhüllt die inneren Organe. Das ist quasi so dieses wirklich gefährliche Fett, da es eben diese Fettschicht um die Organe sich herum ansammelt und somit auch die Funktion und die Gesundheit deiner inneren Organe beeinträchtigt. Und dabei vor allem hier die schlanke, flache Mitte wird durch den Joghurt gestärkt. Dann der nächste Benefit, ähnlich wie das Heben von ganz schwerem Gewicht, erhöht dieser Joghurt bei dir und deinem Körper die Knochendichte und die Muskelmasse. Und der letzte große, große Vorteil, den ich mit dir heute teilen werde, ist persönlich mein Lieblingsvorteil von diesem Joghurt. Ja, es ist tatsächlich nicht, dass es dich Mitte schlanker macht oder noch weniger Hunger in dir auslöst, was ich auch geil finde. Aber was ich genial finde, ist, dass dieser Joghurt eben diesen Bakterienstamm in deinem Körper, dem Körper wieder zuführt. Und es ist deshalb cool, weil dieser Bakterienstamm L-Reuteri, den hätten wir auch von Natur aus in unserem Darm. Also diese Schlankmacherbakterien haben wir eigentlich alle in uns, aber durch modernen Lebensstil und vor allem Antibiotika-Einnahme wird dieser Bakterienstamm extrem angegriffen und auch ausgelöscht, je nachdem wie lange du dein Antibiotikum einnehmen musst. Das heißt, vor allem nach Einnahme von einem Antibiotika, wenn man dann irgendwie merkt, man hat langfristig auch Gewichtsprobleme, Darmprobleme, dann ist es besonders effektiv, vielleicht das mal mit diesem Joghurt zu probieren, denn damit führst du deinem Körper ja wieder genau gezielt diesen Bakterienstamm zu. Und ja, ich als Bakterien-Darmflora-Liebhaber finde das echt mega genial. Ich glaube, du hast jetzt auch gesehen, wie viele tolle Eigenschaften dieser Joghurt wirklich mit sich bringen kann. An dieser Stelle muss ich sagen, ich habe diesen Joghurt nicht selber erfunden, eben nicht selber erforscht. Ich habe von ihm erfahren durch die Arbeit von Dr. William Davis. Ich werde diesen Arzt euch unten in der Infobox verlinken und auch seine ganzen Arbeiten und auch eben die Studien zu diesem Joghurt, wenn ihr euch da weiter einlesen wollt, alles in der Infobox unten. Es ist ein echt toller Arzt, der viele Studien und auch generelle Bücher schon rausgebracht hat zum Thema auch Darmgesundheit und auch ein anderes Buch, da ging es um, wie man, es heißt glaube ich Undoctored, auf Englisch ist der Titel, wie man alle möglichen Krankheiten auch auf naturheilkundliche Sicht heilen kann oder behandeln kann. Also das sind auch nochmal zwei tolle Buchempfehlungen neben seinen Arbeiten zur Mikroflora des Darms. Und er hat eben diesen L-Reuteri-Joghurt schon ein bisschen angefangen, bekannt zu machen. Wie gesagt, das einzigste bisschen Blöde an dem Joghurt finde ich, dass man diesen Bakterienstamm nur bei dieser einen Firma kaufen kann. Bei Gaia oder so habe ich es euch auch unten auch verlinkt. Es gibt es, wie gesagt, noch nicht von einer anderen Firma zu kaufen. Wäre vielleicht eine geile Start-up-Idee für irgendjemanden, der jetzt da gerade kreativ werden möchte. Aber
ihr müsst theoretisch diese teuren Pillen nicht immer kaufen, weil, wie gesagt, hebt euch einfach, ich habe jetzt halt eben 2 Liter Joghurt gemacht in meinem Juwele Joghurtbereiter. Wenn ihr jetzt auf immer 2 Liter zubereitet, dann reicht euch ein Glas oder 2 Gläser, das sind je 250 Milliliter oder so, für die nächste Portion Joghurt, also einfach übrig lassen und dann könnt ihr immer mit dieser Portion Joghurt eure nächste Portion zubereiten. Braucht quasi nur einmalig diese Kapseln zu kaufen und dafür finde ich, ist das Geld jetzt halt auch gut investiert und so teuer ist es jetzt im Endeffekt auch nicht. Und jetzt zum Abschluss noch ein paar FAQs oder Q&As von meinen Kunden. Die möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten, weil vielleicht ist eine Frage von dir auch mit dabei. Nummer 1, warum kann ich nicht einfach diese diese Bakterien als Pillen schlucken? Also wie ich schon gesagt habe, es ist nicht gerade billig, diese Packung von diesen Tabletten. Und zweitens, was halt bewiesen wurde in den Studien, dass man diese positiven Effekte nur kriegt ab einer bestimmten Anzahl von Bakterienkulturen in eurem Joghurt. Und durch das Fermentieren vervielfältigen wir die Bakterienanzahl ums Millionenfache, wirklich. Und dadurch kommen dann unsere Health Benefits zustande. Wenn wir jetzt einfach nur die Anzahl an Bakterien schlucken, die in der Pille enthalten sind, dann kommen wir gar nicht auf die Menge, die wir eigentlich brauchen, um die von den Studien belegten positiven Effekte im Körper zu erzielen. Wenn dich übrigens dieses ganze Thema rund um Fermentieren doch ein bisschen stressen sollte oder du halt dich noch nie so wirklich dazu eingelesen hast oder einfach noch keine Erfahrung hast, vor Jahren habe ich auf diesem Kanal schon mit euch einen kostenlosen PDF-Guide geteilt, rund um die besten Tipps und Praktiken, um ins Fermentieren reinzukommen, kannst du dir immer noch einfach in der Infobox downloaden, habe ich sie nochmal mit reingepackt. Da findest du einfach nochmal die wichtigsten Leitlinien, damit dich das nicht abschrecken braucht, dieses Neuland zu begehen. Dann die zweite Frage, die ich oft kriege, wie viel muss ich jetzt essen von diesem Joghurt, damit ich diese positiven Effekte bekomme? In den Studien hat man sich so geeinigt auf eine halbe Tasse täglich. Wie gesagt, ist jetzt halt nicht wie eine Medizin, wenn du mal ein bisschen mehr isst, ein bisschen weniger, mein Gott, wie das Leben halt so spielt. Aber du kannst dich so plus minus einer halben Tasse täglich orientieren. Eine normale Tasse, sage ich jetzt mal 250 Milliliter, also ich würde jetzt mal so auf 125 oder aufgerundet, lieber ein bisschen mehr, viel hilft viel, 150 Milliliter am Tag gehen. Die dritte und letzte Frage, die ich noch mit euch besprechen möchte, ist: Was mache ich, wenn ich in den Urlaub fahre und wie beim Kefir ja auch, nicht regelmäßig diesen Joghurt ansetzen kann? Also, ihr habt 2 Optionen. Man kann den Joghurt einfrieren und dann wirklich sogar aus diesem eingefrorenen Zustand eine neue Portion zubereiten. Allerdings wurde zumindest von anderen Erfahrungsberichten, habe ich das gelesen, ich kann es nicht bestätigen, aber da war wirklich dann gesagt, wenn man den Joghurt mal eingefroren hat, dann reduziert sich die Anzahl der Bakterien enorm. Also da würde ich euch empfehlen, eigentlich nicht diesen Weg nehmen mit Einfrieren, um eine neue Portion zubereiten. In dem Fall, falls ihr eine längere Pause einlegt, kauft euch diese Tabletten dann einfach nochmal erneut und fangt frisch an. Und eine damit verknüpfte Frage ist auch, wenn ich jetzt halt nicht jedes Mal diese Pillen nehme zum Ansetzen von dem Joghurt, sondern immer nur diese Tasse oder 2 Tassen. Reduziere ich dann nicht auf Dauer die Anzahl an Bakterien? So, das ist eine interessante Frage. Das kann man jetzt halt gar nicht mal so mit Ja und Nein beantworten. Ich persönlich würde mal sogar sagen, nicht wirklich. Also wenn du jetzt halt immer nur den Joghurt verwendest, immer die gleiche Menge, finde ich nicht, dass dann zwingend sich die Anzahl reduziert. Weil man kann das in keinster Weise nachvollziehen, ob das passiert. Da gibt es einfach auch keine Studien dazu. Und auch irgendwie aus dem Bauchgefühl heraus, dieses ganze Fermentieren, die Bakterien vermehren sich ja eben. Und ich glaube schon, dass es da nicht zu einer dramatischen Abnahme an Bakterien kommt, selbst wenn du nicht jedes Mal die Pillen zum Ansetzen verwendest. Wenn du aber irgendwie nach einer Zeit doch das Gefühl hast, vielleicht anhand der Konsistenz, da ändert sich jetzt gerade irgendwas und du dir auf einmal unsicher bist, dann würde ich vielleicht, keine Ahnung, nach 3 Monaten mal wieder eine Portion ansetzen mit den Pillen, also mit den Kapseln. Je nachdem, wie ist das dein Budget erlaubt. Aber ich würde mich da wirklich eher orientieren an der Konsistenz, denn die würde vielleicht auch nochmal Hinweise geben, wenn es quasi gar nicht mehr so cremig wird. Das heißt dann auch, dass sich vielleicht nicht so viele Bakterien gebildet haben und man da vielleicht nochmal ein bisschen nachhelfen muss. Aber ich denke mal nicht, dass du dann für jede zweite Portion nochmal diese Pillen brauchst, um die Anzahl der Bakterien zu erhalten.
ist jetzt nicht so meine Devise, aber nur falls du mal da dir Hintergedanken hast, orientiere dich da so ein bisschen auch an der Konsistenz. Und wenn es halt schon sehr lange war, ich würde vielleicht alle paar Monate, kannst du auch wieder mit den Tabletten arbeiten. Meine Lieben, das war jetzt ein langes Video. Ich hoffe, ihr konntet einen riesengroßen Mehrwert draus ziehen. Ich finde diesen Joghurt echt geil. Als ich von ihm erfahren habe, dachte ich mir so, das muss ich mit der Welt irgendwie nochmal teilen. Auch mit euch, weil ihr auch diese ganzen Fermentiervideos von mir so liebt. Lasst mir super gerne da in den Kommentaren, falls euch dieses Video gefallen hat. Wenn ihr mehr Infos zu diesem Joghurt haben wollt, zu der Zubereitung oder ihr euch eine vegane Alternative mit diesen Bakterien Stamm wünscht, gebt dem Video wirklich einen Daumen hoch und schreibt es gerne in die Kommentare, weil dann weiß ich auch, dass Bedarf besteht, Interesse besteht und dann mache ich auch dementsprechend ein Video, sonst halt eben nicht. Aber ich hoffe halt, dass das Video an sich euch schon mega viel gebracht hat und ich freue mich auf euer Feedback. Wir sehen uns dann wieder demnächst mit einem neuen Video. Viel Spaß beim Nachmachen und ja, alle Infos wie immer. Zubereitung, Tipps, Rezept, weiterführende Links, auch der Joghurtbereiter, alles unten in der Infobox für euch nochmal zum Nachschauen. Macht's gut, bis dahin, 4D.